Jo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan Torresan und wir sind hier gerade in Eschborn, direkt vor dem Start des Rennens Eschborn-Frankfurt und es ist einfach full hier, Leute. Es sind 6000 Leute, glaube ich, die hier mitfahren und in einer Viertelstunde geht es hier schon los. Ich bin übelst excited, habe wenig geschlafen, aber ich fühle mich ready. Adrenalin ist auf jeden Fall schon am Start. Ich zeige euch mal, was hier los ist. Ey, das ist krank. Ich habe jetzt noch nicht hier den Überblick gefunden, in welchem Startbereich ich bin. Da muss ich gleich nochmal in meinen Mails reinschauen. Aber es geht auf jeden Fall hier um die Kurve auch weiter. Und ja, wie gesagt, in 15 Minuten geht es los. Da fahren die Schnellsten los. Und ich bin, glaube ich, dann so in 35, 40 Minuten dran. Okay. Und so, Leute, wie man mir hier ansieht, habe ich die Startnummer 4000 irgendwas. Und deswegen starten wir hier bei Block 4. Und genau, Startzeit sind 10.25 Uhr. Ich warte jetzt hier einfach mal ab, ziehe mir noch einen Riegel rein und ich kann es kaum erwarten. So Leute, das Rennen kann beginnen. Ich schalte mich mal hier dazu und wie ihr seht, fahre ich gerade über die Startgerade und es geht hier direkt auf die Autobahn in Richtung Innenstadt von Eschborn nach Frankfurt rein. Und ich habe mich erstmal hier in den Windschatten eingereiht, bin jetzt nicht direkt voll auf die Offensive gegangen, aber immer wenn mich mal ein paar überholt haben, bin ich ein bisschen mitgezogen. Wir waren hier so bei 40, 45 km/h und es hat sich wirklich easy angefühlt. Durch den Windschatten war es halt auch wirklich ein richtig geiles Gefühl. Ich habe direkt am Anfang gemerkt, man muss übelst aufpassen. Also ich hatte wirklich ein Konzentrationslevel von 1000. Man muss die ganze Zeit links, rechts, bisschen hinten, bisschen vorne schauen, damit man halt ja, keinen Unfall baut. Weil das war auf jeden Fall Ziel Nummer 1 für dieses Rennen, mich nicht hinzulegen. Jetzt gehen wir gerade hier über die Brücke von Frankfurt Richtung Sachsenhausen und ja, es sieht eigentlich hier gerade auf dem Video recht locker aus. Jetzt haben wir gerade in Richtung Innenstadt, ich glaube hier links von mir ist der Willy-Brandt-Platz gelegen, ja, müsste so richtig sein. Und ich habe eigentlich, wie man hier sieht, nie eine Gruppe gefunden, also ich bin immer für mich alleine gefahren und es zieht sich eigentlich im Grunde das ganze Rennen auch so entlang. Jetzt hier schon in Oberursel, da ging es auch schon leicht bergauf und vor mir rechts sieht ihr im Blauen so 3-4 Leute von so einem Fahrradclub, da dachte ich mir, okay, ich fahre eine ganz gute Geschwindigkeit, da bleibe ich jetzt erstmal so hinten dran und gucke mir das Ganze mal an, wie sich das entwickelt, denn der Anstieg zum Feldberg ist ein ziemlich langer, das sind insgesamt 800 Höhenmeter an einem Stück, auf jeden Fall ordentlich und ja, jetzt sind wir hier direkt auf der direkten Straße in Richtung Taunus rein, da habe ich mich an so einen jungen Burschen dran gehangen, der auch wirklich gut nach vorne pedaliert hat, habe mich einfach da hinten dran gehangen, ein bisschen im Windschatten mitgenommen und dann einfach geguckt, was ging und dann habe ich gemerkt, dass er irgendwann aber nachlässt und ja, dann bin ich halt vorbeigefahren und ja, habe immer wieder so Löcher, nicht gerissen, aber einfach gesehen und bin hier mal zugefahren, weil ich habe irgendwie so ein Gefühl, wow, Startgruppe 4, also Block 4 war ja 30 bis 32 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich bin unter dieser Durchschnittsgeschwindigkeit und da waren so viele Leute, die einfach so extrem langsam waren. Und da habe ich mich hier an diesen grünen Typen hier orientiert. Und ja, da bin ich dann halt auch irgendwann mal vorbeigefahren, bis ich dann gemerkt habe, okay, es läuft echt einfach sauber und wie ihr hier seht, wird hier einer nach dem anderen einfach überholt. Und es jetzt bin ich halt hier gerade an Sandflaggen vorbei, also das heißt die letzten 3-4 Kilometer am Feldberg geht es hier gerade steiler hoch als ein bisschen weiter unten, wo das Video davor ja, war. Und ja, hier war auf jeden Fall echt viel los, muss ich sagen. Man sieht hier die Straße recht breit und trotzdem überall Fahrer. Alles klar, habt ihr auch gehört, ein paar Motivationssprüche, war auf jeden Fall übelst nice, hat auf jeden Fall nochmal Energie mitgegeben und ja, ich muss auch sagen, Leute, was halt übelst nice war, ist auch, man hat so viele geile Fahrräder gesehen auf der Strecke, so viele verschiedene von neuen, wirklich Aero-Dinger, die einfach nur noch geisteskrank nice waren, bis zu alten Knatterkisten, war da alles am Start und jetzt, wie ihr seht,
fängt die Abfahrt an und die hat es auf jeden Fall in sich. Lang, schöne Kurven, die man einfach wirklich so geil runterbrettern kann. Wir waren direkt so bei 55 km/h und die wird auf jeden Fall noch ordentlich schnell, weil die halt immer so um die 4-8% Steigung bzw. Neigung nach unten hat. Und wie man hier sieht, ist mir gerade einfach eine Person entgegengefahren, also komplett geisteskrank. Wenn dir Leute mit 60 km/h entgegenschießen und du dann den Berg hochfährst mit einem Mountainbike, ganz komisch und ganz gefährliche Geschichte. Rechts seht ihr auf der Spur die Leute, die ein bisschen langsamer runterfahren, und links alle die, die eigentlich ohne Bremsen straight runterbrettern. Man hat das auch hier wirklich direkt gemerkt. Wenn du halt runterfährst, dann fährst du so schnell wie eigentlich fast alle. Es gibt noch ein paar kranke Leute, die natürlich auch an dir vorbeifahren, wie ihr hier eben gesehen habt. Aber beim Runterfahren macht man kaum Zeit gut. Also da sind alle gefühlt gleich schnell. Nur wenn es halt hoch geht, trennt sich die Spreu vom Weizen. Und hier war das allerschnellste Stück. Hier habe ich, glaube ich, 78 oder 80 km/h runtergedonnert. Und es war wirklich geisteskrank schnell. Also hier ist jetzt nichts irgendwie vorgespult oder die Geschwindigkeit oder so vom Video, sondern das ist einfach Realtime und das ist so schnell auf dem Rad. Auf der Kamera sieht es zwar irgendwie ein bisschen langsamer aus, aber Leute, ich meine es ernst, in Real Life übelst schnell, hat auch krank Bock gemacht. Und ja, da ich vorne nur ein 50er Rad Ritzel habe, konnte ich irgendwie ab km/h 50, 55 gar nicht mehr treten, weil ja meine Übersetzung einfach dafür nicht gemacht wurde. Aber egal, einfach einen Windschatten der Leute reingehangen und mit dem Strom runterziehen lassen. Jetzt hier, wie ihr seht, Leute, ist mir gerade bei einem Aufstieg kurz vor Ruppertsheim die Kette rausgeflogen. Und das hat mich auch wieder 2-3 Minuten an Zeit gekostet. Da hatte ich eine gute Gruppe gefunden und dann war wieder so ein Loch. So komplett allein unterwegs. Auch nicht so nice eigentlich. Macht gar keinen Bock, alleine zu fahren. Und man fühlt sich dann auch so ein bisschen wie unter Druck, weil entweder lasse ich mich jetzt von den Leuten hinten einholen, aber die habe ich schon gerade überholt, die bringen mir jetzt auch nichts beim Aufstieg, oder ziehe ich jetzt nochmal nach oben und fahre einfach mal nach vorne und hole die Gruppe ein. Und wie ihr jetzt hier gerade seht, habe ich mir gedacht, komm, pedalieren wir einfach mal richtig rein und überholen oder holen die Leute mal wieder ein. Hier sieht man den Typen auch vor mir, der hier die ganze Zeit vor mir fährt. Mit dem bin ich auch im Feldberg hochgefahren, aber sonst habe ich wirklich sehr, sehr wenig Leute ein zweites Mal gesehen, zumindest auf dieser Strecke. Ja, das war gerade der Ruppertsheimer und jetzt hier das krasseste Stück, der Marmolsheimer Stich mit 23 Grad. Hier geht es jetzt gerade rechts hoch und es sieht einfach auf dieser Kamera auch so billig aus. Aber Leute, hier sind wirklich viele an ihre Grenzen gekommen. Hier waren wir so bei Kilometer 80 bis 85, also das heißt, die Strecke ging noch so 12, 13 Kilometer. Und dann war das Rennen auch schon vorbei. Und das war hier jetzt echt übelst. Ich mache hier mal ein bisschen schneller. Und wie ihr seht, hier ging es nur im Stehen hoch. Einige sind auch abgestiegen. Und ja, ich habe mich hier ein bisschen durchgekämpft und hatte hier ein riesiges Problem. Und zwar, es war gutes Wetter, es war richtig warm und meine Trinkflaschen waren leer. Das heißt, ich bin wirklich nur noch am Limit gefahren. Und hier, seht ihr, sind wir gerade auf der Autobahn auf dem Weg von Marmolsheim Richtung Eschborn und da sind Typen vor mir gefahren, die sind 45, 50 gebrettert und ich habe es nicht mal geschafft, wie ihr gerade seht, im Windschatten hinterher zu bleiben. Aber ja, zum Glück haben wir ein schöneres Grüppchen, das halt ja, mich ein bisschen nach vorne mitgezogen hat, hat übelst Bock gemacht. Und ja, jetzt bin ich schon am Ende der Strecke und habe es geschafft, in 3 Stunden und 14 Minuten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30,5 km/h das Ziel zu erreichen, was auf jeden Fall echt eine geile Sache war. Und ich bin mir sicher, nächstes Jahr am 1. Mai wieder dabei zu sein mit einer besseren Zeit. Und ich habe einen riesigen Fehler gemacht, den ich nicht mehr machen werde. Und zwar bei Sandplatten ist die Verpflegungsstation. Und ich wusste nicht, dass es die einzige Verpflegungsstation ist. Denn kurz nach Sandplatten habe ich einen gefragt, ja, man kommt in die nächste Verpflegungsstation, und der so, es gibt keine Verpflegungsstation mehr. Und ich so, okay, bei 1700 Höhenmetern und 100 Kilometer Strecke circa, könnte es echt eng werden mit 2 Flaschen. Und ich hatte auch in beiden Flaschen nur Isopulver drin, also kein normales Wasser. Mein Mund war irgendwann so klebrig, weil ich auch noch Riegel gegessen habe und auch mein Magen so. Ich habe gemerkt, ich brauche Wasser und das hat mir halt einfach gefehlt.
Ich glaube, sonst wäre ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen schneller gewesen. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht's gut. Peace out.